Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 3. Antrag der Fraktion der Piraten. Drucksache 5279. 11:45 nach Absage des Bundes zur Weiterfinanzierung der Schulsozialarbeit muss Landesregierung endlich handeln. In Verbindung damit beraten wir auch über den Antrag der FDP-Fraktion, Drucksache 5289, Sozialarbeiter in den Schulen den Rücken stärken und Präventionsketten erhalten. Ich darf noch hinweisen auf den Entschließungsantrag der Fraktionen von SPD und Bündnis 90 Die Grünen mit der Drucksache Nummer 5415. Zu dem Antrag der Fraktion der FDP, Drucksache 5289, öffne die Aussprache und erteile für die antragstellende Fraktion der Piraten Herrn Kollegen Wegner das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream und auf der Tribüne. Es grenzt schon an eine Frechheit, was Sie von SPD und Grünen hier im Landtag zum Thema Schulsozialarbeit an den Tag legen. Was haben Sie uns angegriffen, als wir im Haushaltsverfahren 2014 die Fehlbeträge von 100 Millionen für die Weiterführung der Schulsozialarbeit gefordert haben? Sie bräuchten keine Nachhilfestunden, wie wichtig Schulsozialarbeit sei. Die Kommunen haben noch finanzielle Reserven und die Schulsozialarbeit sei gesichert. Sie haben beteuert, dass Sie sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die Mittel weiter aus Berlin fließen. Und jetzt stehen wir vor einem Sterbenhaufen. Und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD und den Grünen, Sie haben kein Konzept, eines der wenigen sozialpolitischen Erfolgsmodelle weiterzuführen. Ich will gar nicht näher auf die Kosten, also auf die Folgekosten Ihrer Sozialpolitik zu sprechen kommen. Aber eins ist jetzt deutlich geworden. Ihnen sind die Kommunen, die Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen und somit auch die Kinder und Jugendlichen gleichgültig. Es ist die Arbeits- und Sozialministerin Nahles aus Ihren Reihen, liebe SPD, die nun bemerkt, dass die Schulsozialarbeit eine Schnittstelle zwischen Schulen, Familien und Jugendhilfe bildet und damit ein Bestandteil der allgemeinen Bildungspolitik und des Schulwesens sei. Das heißt auf Deutsch, ich will nicht zuständig sein, mir ist es egal, sollen die Länder und Kommunen mal schauen, wie sie die Schulsozialarbeit weiterfinanzieren. Wie treffend formulierte es doch der grüne NRW-Landtagslandesvorsitzende Sven Lehmann dieser Woche in der WAZ, ich zitiere, die Bundesregierung erkauft sich ihren schön klingenden Haushalt, indem sie die Städte und Gemeinden weiter am Hungerhaken hängen lässt. Er erwarte, dass Kraft und der CDU-Landesvorsitzende Armin Laschet die Interessen der NRW-Kommunen in Berlin durchsetzen. Nur, und das bleibt mal festzuhalten, die Grünen sitzen hier in der Landesregierung. Und sie sollten endlich die Verantwortung übernehmen, anstatt hier Krokodilstränen zu verweinen. Wo ist der Plan B für die Schulsozialarbeit? Ich habe noch nichts von einem Landesprogramm gelesen, das die Schulsozialarbeit langfristig und nachhaltig sichert. Es sind die sozialdemokratischen und grünen Landesregierungen und die grüne Landesregierung, die unterstützt von den Christdemokraten im Bund. Sorry. Scheiße. Tja, ne? Es sind die SPD und die Grünen, die zusammen mit der CDU unterstützt vom Bund eine sozialpolitische Bankrotterklärung abgeben. Kein Kind zurücklassen. Wenn man etwas über Zynismus und gebrochene Versprechen lernen möchte, dann schaut man sich diese Landesregierung an. Anspruch und Wirklichkeit scheinen für SPD und Grüne eine unüberbrückbare Hürde zu sein. Bitte nehmen Sie endlich Ihre Verantwortung wahr und lassen Sie das Kompetenzgerangel sein. Denn die Schulsozialarbeiter und Schulsozialarbeiterinnen, Eltern und Kommunen und in erster Linie die Kinder stehen leider am Ende dieser Kette von Peinlichkeiten und können nichts für unsere Unfähigkeit.
Sehen Sie in unseren Antrag als ein Angebot an, sich endlich hier und heute wirklich zur Schulsozialarbeit zu bekennen. Es liegt in Ihrer Hand, ob Sie sich heute für oder gegen die Weiterführung der Schulsozialarbeit entscheiden. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Wegner. Für die FDP-Fraktion spricht nun Herr Alder. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Besucher! Die Debatte zum Thema Schulsozialarbeit verfolgt dieses Parlament bereits ja seit einiger Zeit. Die Eingeweihten wissen das. Auch die zuständigen Ausschüsse beschäftigen sich ausgiebig damit. Ich finde zu Recht. Denn die Sozialarbeit an den Schulen trägt deutlich zur Teilhabe von Familien und Kindern bei. Was mich allerdings stört, ist immer dieses Hin- und Hergeschiebe Kommunen, Land, Bund. Ich glaube, wir sollten jetzt eindeutig mal eine Richtung finden. Es wurde hier in der Vergangenheit eine Vielzahl von Berichten und kleinen Anfragen erstellt, die deutlich machen, in welchen Kommunen noch Geldmittel und in welcher Höhe aus dem Bildungs- und Teilhabepaket zur Weiterfinanzierung vorhanden sind. Es geht dabei bei der Schulsozialarbeit um die Sicherstellung der Finanzierung für dieses Jahr und die Weiterfinanzierung ab 2015. Grundsätzlich ist es aber richtig, dass viele Kommunen in den Jahren 2011 und 2012 nicht alle Mittel verausgaben konnten. Und da komme ich mal an den Punkt, den ich mehrfach in Ausschüssen gehört habe, aus den verschiedensten Lagern dieses Hauses. Die Kommunen hätten das Geld verbraten und seien wie immer die Schuldigen. Diesem möchte ich massiv an dieser Stelle entgegentreten. Dies betrifft insbesondere das Jahr 2011, in dem allein aufgrund des Zeitablaufes bis zur Einstellung der Mitarbeiter eine Verausgabung nicht möglich war. Die Gelder wurden aber nicht verbraten, wie gesagt, sondern sind am Jahresende schlicht vereinnahmt worden, zugunsten des Haushaltsausgleichs. Nach den Genehmigungsvorgaben der Kommunalaufsicht, zum Beispiel bei uns nach einem SPD-Regierungspräsidenten, sollen Mittelübertragungen eben gerade nicht erfolgen. Genauso ist ein zum Beispiel meine Heimatstadt Hagen in diesem Fall auch verfahren worden. Gleichzeitig weist der dortige Fachbereich Jugend und Soziales, Herr Minister, darauf hin, dass es ursprünglich einen Erlass wohl aus dem Jahre 12 gegeben hat, der so verstanden wurde, dass keine Verträge über 13 hinaus geschlossen werden sollen, da die Finanzierung ungeklärt ist. Ich hoffe, ich kriege die komplizierten Sachen da auf die Reihe. Die Jahresabschlüsse 11 und 12 waren nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes spätestens zum 15.04.13 zu erstellen. Die Vereinnahmung der Mittel ist mittlerweile wirksam und nicht wieder zurückzuholen. Der Erlass des Ministeriums, dass auch Stärkungspaktkommunen die Gelder wieder veranschlagen dürfen, stammt aus dem Frühjahr 2014 und war somit, Herr Minister, definitiv zu spät. Damit hat sich das Personal, das dort befristet angestellt war, natürlich andere Stellen gesucht. Das ist ja verständlich. Wird ja jeder andere, der verantwortungsvoll sich selbst und seinem Einkommen gegenüber ist, auch machen. Somit war auch keine Wiederveranschlagung mehr möglich. Solange das Land also keine Anschlussfinanzierung sicherstellt, macht es auch nach Auffassung des Fachbereiches Jugend und Soziales in unserer Stadt sowie der befragten Schulleitung keinen Sinn, für wenige Monate mit befristeten Kräften einen Neustart bei der Schulsozialarbeit aus städtischen Mitteln zu machen und denen dann eventuell bei dieser finanziellen Situation zu sagen, so, bye-bye, das war's, ihr könnt wieder gehen nach 3 Monaten. Sei es wie es will, unsere Überlegung ist, dass es bei den Schulsozialarbeitern um eine Landesaufgabe geht. Ohne Anschlussfinanzierung vom Bund, aber keine Schulsozialarbeit. Hier kommt die Ministerpräsidentin ins Spiel, Frau Löhrmann, Sie sind ja die Vertreterin hier. Kein Kind zurücklassen. Das hören wir seit der Wahl 2012 regelmächtig gebetsmühlenartig. Die Ministerpräsidentin war maßgeblich an der Verhandlung des Koalitionsvertrages beteiligt. Ständig haben wir ja in den Medien gesehen, im Fernsehen. Herr Minister, Sie habe ich auch gesehen, waren schön anzusehen, aber letztendlich ging es ja um diese Sache, wo nichts bei rumgekommen ist. Und so finde ich es schon höchst verwunderlich, wenn Ihre Genossenschwester, Frau Nahles, keinerlei Unterstützung für das Land Nordrhein-Westfalen in dieser Angelegenheit zuteilt. Im Gegenteil, Ihre Anfrage wurde abgelehnt. Wo bleibt da die Solidarität unter den Genossen zu Ihren Grundvorstellungen des Sozialen? Liebe rot-grüne Fraktion, natürlich haben wir auch Ihre gelungene Konstruktion im Entschlussantrag gelesen, beziehungsweise Entschließungsantrag. Schön bei uns mitgepinselt, bisschen gedreht, auf links gezogen und dann nach Berlin geworfen. Klasse.
Da frage ich Sie jetzt ganz einfach mal, warum nehmen Sie denn nicht gleich unseren Antrag, Herr Minister? Sehen zu, dass die Opposition auch konstruktive Vorschläge machen kann und folgen denen. Das habe ich hier übrigens in den 2 Jahren fast, die ich jetzt hier bin, als Neuling, 1000 Mal gehört. Machen Sie konstruktive Vorschläge. Haben wir gemacht. Aber es ist anscheinend nicht gefragt. Und von daher gesehen muss ich Ihnen sagen, wir werden uns enthalten, weil die Anträge in die gleiche Richtung gehen. Aber wir können dem nicht zustimmen, weil es abgepinselt ist bei beiden, Piraten und bei Rot-Grün. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Alder. Und für die SPD-Fraktion hat das Wort nun Herr Kollege Schäffler. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In der Analyse der Wichtigkeit der Schulsozialarbeit kann man dem FDP-Antrag und auch dem, was Kollege Alder eben gesagt hat, natürlich in manchen Punkten zustimmen. Ich will dann mal nennen, Schulsozialarbeiter leisten tatsächlich eine hervorragende Arbeit. Sie unterstützen tatsächlich Teilhabe am sozialen, kulturellen Leben und haben, das will ich anfügen, die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes überhaupt erst möglich gemacht. Sonst wäre das nämlich ein noch größerer Flop geworden. Sie arbeiten wirklich hauptsächlich im Sozialraum der Kommune. Sie wirken wahrhaftig nicht nur originär im Schulleben mit, sondern agieren in einem weit größeren Umfeld. Das würde ich, meine Damen und Herren, alles unterschreiben. Nur die Schlüsse, die auch Kollege Alder auch im Antrag eben aus dieser Analyse gezogen hat, ist, glaube ich, nicht zielführend und auch nicht richtig. Ich will vielleicht auch mal darauf hinweisen, dass das Land Nordrhein-Westfalen schon seit vielen Jahren 850 Stellen für Schulsozialarbeiter aus dem Landeshaushalt finanziert, weil Stellen für Lehrerinnen und Lehrer in Sozialarbeiterstellen umgewandelt werden konnten. In Nordrhein-Westfalen sind aufgrund des Bildungs- und Teilhabepaketes rund 1500 Stellen möglich geworden. Und ich will auch darauf hinweisen, meine Damen und Herren, dass Minister Schneider, der eben angesprochen worden ist, einer derjenigen war, der die Schulsozialarbeit gemeinsam mit Manuela Schlesig in den Verhandlungen im Rahmen des Vermittlungsverfahrens damals durchgesetzt hat. Und ich kann hier mit Fug und Recht behaupten, dass wir für uns als SPD schon in Anspruch nehmen, dass wir gewissermaßen das Patent auf Schulsozialarbeit haben im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes. Und ich will da auch gerne noch mal anfügen, was Kollege Wegner eben gesagt hat. Und da haben wir in der Tat keinen Nachhilfeunterricht von den Piraten, auch keinen Nachhilfeunterricht von anderen notwendig, weil wir im vollen Bewusstsein, dass Schulsozialarbeit wirkungsvolle und gute Arbeit leisten kann, dieses durchgesetzt haben. Und darauf, meine Damen und Herren, sind wir auch gewissermaßen ein ganzes Stück weit stolz. Und man darf, meine ich, bei allem, was heute diskutiert wird, nicht vergessen, warum denn eigentlich dieses Bildungs- und Teilhabepaket und auch die Schulsozialarbeit eingeführt worden ist. Nämlich, weil es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes im Jahr 2010 gegeben hat, was der damaligen Bundesregierung ganz klar ins Stammbuch geschrieben hat, dass sie Kinder mit sozialen Benachteiligungen zu wenig gefördert hat. Und wer jetzt erreichen will, dass Kinder mit sozialen Benachteiligungen stärker gefördert wird, der kommt meines Erachtens an einer flächendeckenden Schulsozialarbeit nicht vorbei. Sie wird dringend gebraucht, um herkunftsbedingte Benachteiligungen zu überwinden. Und ich will vielleicht eines noch sagen, meine Damen und Herren. Wenn wir heute über Schulsozialarbeit reden, muss man eigentlich sagen, Schulsozialarbeit ist der verkehrte Name. Es geht eigentlich darum, im Quartier Beratungstätigkeiten und Hilfstätigkeiten für Familien, für Alleinerziehende anzubieten, damit überhaupt Anträge für das Bildungs- und Teilhabepaket gestellt werden können, weil ganz viele überhaupt nicht in der Lage sind, diesen Bürokratismus zu bewältigen. Und deswegen will ich darauf hinweisen, das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes hat kein Verfallsdatum und hat auch kein Verfallsdatum 2013, weil die Schulsozialarbeit zunächst mal bis zu diesem Zeitraum befristet war. Meine Damen und Herren, bei der Schulsozialarbeit im Sinne des Bildungs- und Teilhabepaketes handelt es sich um einen Teil der präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik. Sie dient, ich sage das noch mal dazu, bedürftige Kinder und Jugendliche dabei zu unterstützen, ihre individuellen Ansprüche auf Bildung und Teilhabe wahrzunehmen.
und zwar mit dem Ziel, Folgen wirtschaftlicher Armut, insbesondere der daraus resultierenden Bildungsarmut und sozialer Exklusion abzubauen. Und nochmal an den Kollegen Wegner. Sie wissen aus den Ausschussberatungen, dass die Schulsozialarbeit bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen im Jahr 2014 sichergestellt ist. In weiten Bereichen geht das noch bis in das Jahr 2015 hinein. Und ich habe in dieser Woche gelesen, dass zum Beispiel von Gelsenkirchen kommuniziert worden ist, dass da die Schulsozialarbeit bis in das Jahr 2017 finanziert ist. Ich denke, das ist etwas, was ich zunächst einmal sehen kann und was uns auch den Zeitraum gibt, der Landesregierung den Zeitraum gibt, mit der Bundesregierung weiter in Gesprächen zu sein, weiter zu verhandeln, dass der Bund hier seinen Aufgaben nachkommt und die Schulsozialarbeit auch weiter finanziert. Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Wegner? Aber gerne. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Bitte schnell, Herr Wegner. Eine Frage, und zwar wirklich vielen Dank, Herr Präsident, und eine Frage an Sie, Herr Schäffler, und auch danke, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Können Sie noch guten Gewissens sagen, dass die Schulsozialarbeit, ja, sage ich jetzt mal, so weiter besteht? Also Sie sagen, also wenn ich Sie höre, hört sich das immer so an, als wenn sie jetzt im Jahre 2014 so weiter besteht, wie sie im Jahre 2013 gemacht hat. Können Sie guten Gewissens den ganzen Schülern, die jetzt keine Schulsozialarbeiter mehr haben, wegen dem ganzen Gerangel ganz klar sagen, an eurer Schule ist es noch genauso gut wie vorher? Also Herr Wegner, ich kann den Schülerinnen und Schülern sagen, dass wir in Nordrhein-Westfalen, dass die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen ihre Aufgabe ernst nimmt, mit der Bundesregierung verhandelt und dafür sorgen will, dass die Schulsozialarbeit auch weiter finanziert wird. Und das ist die Aufgabe, die jetzt vor uns liegt. Und es liegt nicht jetzt vor uns zu sagen, dass wir nicht erfolgreich sein werden, dass das alles nicht mehr da sein wird, sondern wir sind ins Gelingen verliebt. Und deswegen gehe ich auch davon aus, dass uns auf Bundesebene da entsprechende Möglichkeiten eingeräumt werden. Und Herr Kollege Wegner, wenn Ihnen das alles so wichtig ist im Rahmen der Schulsozialarbeit, dann wundere ich mich, warum Sie in Ihren Antrag schreiben, dass die Schulsozialarbeit an NRW-Hochschulen fortgesetzt werden soll. Dann muss man, glaube ich, auch wenn man einen Antrag verfasst, da schon etwas sorgfältiger sein und darauf achten, an welchen Stellen man denn eigentlich Akzente setzt und an welchen sie völlig verkehrt sind. Meine Damen und Herren, ich kann nur abschließend betonen, wir stellen uns der Aufgabe, Schulsozialarbeit in Nordrhein-Westfalen weiter möglich zu machen. Der Bund ist meines Erachtens nach wie vor aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils von 2010 in der Verantwortung. Und ich bin mir sicher, dass Minister Schneider, der im Übrigen auch nicht für den Antrag, den die Koalitionsfraktionen eingereicht haben, zuständig ist, sondern im Parlamentarismus sind dafür die Fraktionen verantwortlich, dass Minister Schneider in Berlin weiter konsequent und erfolgreich verhandeln wird. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Schäffler. Und nun spricht für die CDU-Fraktion Herr Post. Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist sicher richtig, und das wird hier im Haus auch keiner bestreiten, dass Schulsozialarbeit, vor allen Dingen, wie es in den letzten beiden Jahren gelaufen ist oder in den letzten drei Jahren, notwendig ist, sinnvoll ist. Es ist aber auch richtig, dass es vorher ja schon, Herr Schäffler hat das gerade erwähnt, Schulsozialarbeit hier in unserem Lande gab. Und es ist nur interessant, warum die für bestimmte Schulformen besonders herausgestellt wurden und möglich waren und für andere Schulformen nicht. Das ist ein Problem, dem müsste man noch mal nachgehen. Aber, meine Damen und Herren, wer hier die Notwendigkeit von Schulsozialarbeit darstellt, der muss sich auch ein bisschen mehr mit Schulsozialarbeit beschäftigen. Es gibt die Dimension der sozialen Arbeit und der schulbedingten sozialen Arbeit. Wir müssen sehr genau aufpassen, dass wir hier nicht alles in einen Topf rühren und so tun, als ob jetzt Bund plötzlich schulbedingte Aufgaben übernehmen könnte. Das darf er nicht. Deshalb, wenn wir im Bund weiter verhandeln wollen, was ich unbedingt unterstütze, dann differenziert, was brauche ich, wie viel brauche ich an Sozialarbeit,
in welchen Bereichen, es gibt unterschiedliche soziale Schwerpunkte. Wir wissen ganz genau, dass wir da nicht mit der Gießkanne arbeiten dürfen. Im Übrigen, meine Damen und Herren, scheinen die Kommunen sich ja Gedanken gemacht zu haben, wie sie Sozialarbeiter einstellen. Und dann frage ich mich wohl, wenn ich Ihren Zahlen glauben darf, warum zum Teil bis zu 40% der Mittel für Schulsozialarbeit nicht ausgegeben wurden, bis Ende 2013 nicht ausgegeben wurden, die jetzt zum Glück noch abfließen können, aber auch nicht vollständig abfließen werden. Wir werden sehen, es werden 25% mindestens übrig bleiben. Wenn das doch so wichtig ist und wenn die Kommunen das für so wichtig halten, dann hätte ich schon erwartet, dass die Mittel, wenn irgend möglich, verausgabt worden wären. Das ist aber nicht geschehen. Ich halte das für eine schlimme Sache, dass die nicht verausgabt worden sind, weil die Notwendigkeit ist von uns ja unbestritten, dass es überall die Nachfrage gibt. Kommen Sie mir nicht mit den Anlaufschwierigkeiten 2011. Das hätte schon konzeptioniert sein können in 12 und 13 für die jetzt folgenden Jahre. Die Kommunen brauchten das nicht in 14 laufen lassen und jetzt sagen, ach, tut uns aber leid, die Haushalte sind längst beschlossen. Auch das ist nicht in Ordnung. Was wir also brauchen, ist ein Landeskonzept zur Schulsozialarbeit, aus dem hervorgeht, für welche Bereiche ist Land zuständig, für welche Bereiche ist Bund oder Sozialhilfe zuständig. Und dann können wir mit dem Bund auf ganz anderer Grundlage verhandeln. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen spricht jetzt Frau Kollegin Groch-Howiak-Schmieding. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Post, ich erkläre Ihnen das gerne. Ich gehe da gerne auch noch mal so ein bisschen auf die Einzelheiten ein. Also am 9. Februar 2010 hat der erste Senat des Bundesverfassungsgerichts entschieden, dass die Vorschriften des SGB II in die Regelleistungen für Erwachsene und Kinder, die Erwachsene und Kinder betreffen, nicht den verfassungsrechtlichen Anspruch auf Gewährleistung eines menschenwürdigen Existenzminimums aus Artikel 1 Grundgesetz und in Verbindung mit Artikel 20 Grundgesetz erfüllen. Die damalige schwarz-gelbe Bundesregierung wurde verpflichtet, ein Verfahren zur realitäts- und bedarfsgerechten Ermittlung der Sicherung eines menschenwürdigen Existenzminimums notwendigen Leistungen durchzuführen und dies im Gesetz als Leistungsanspruch zu verankern. Ausdrücklich haben die obersten Richter darauf verwiesen, dass diese Leistungen die physische Existenz, aber auch ein Mindestmaß an Teilhabe am kulturellen, sozialpolitischen Leben sicherstellen müssen. Daraufhin wurde das Bildungs- und Teilhabegesetz kreiert. Außerdem Mitgliedern der damaligen Bundesregierung war allen Beteiligten eigentlich klar, dass damit ein bürokratisches Monstrum geschaffen worden war. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Problem, was Herr Post eben angesprochen hat. Es war nicht geeignet, die Betroffenen, nämlich Kinder und Jugendlichen in prekären Situationen, zielgerecht ohne weiteres zu erreichen. Es brauchte also eine Hilfestellung, ein Werkzeug, das diese Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes vermittelt. Auf Druck, doch haben wir, Herr Post, ich erkläre es Ihnen, hören Sie zu. Auf Druck der rot-grün geführten Bundesländer wurde dann nämlich die sogenannte bundesfinanzierte Schulsozialarbeit etabliert, leider nicht als Bestandteil des Bildungs- und Teilhabepakets, sondern als zusätzlich, also separat zusätzlichen Aufschlag, 2%igen Aufschlag auf die Kosten der Unterkunft, die KDU. Und das auch noch zeitlich befristet. Wir alle kennen den Verlauf. Die Kommunen haben die Mittel aus dem BÜT und der bundesfinanzierten Schulsozialarbeit nicht in voller Höhe für die vorgesehenen Ausgaben verausgabt. Konnten sie auch nicht, weil wenn ein Gesetz Anfang 2011 in Kraft tritt, braucht es in der Tat eine gewisse Vorlaufzeit, bis so etwas alles organisiert wird, insbesondere wenn es halt wirklich bürokratische Hürden aufstellt. Diese nicht verausgabten Mittel können nun ja tatsächlich in 2014 für diese zuarbeitende Sozialaufgabe genutzt werden. Und wie wir den Berichten des MAIS entnehmen können, nehmen auch alle Kommunen in NRW diese Möglichkeit wahr. Doch
Nun geht es darum, die Weiterfinanzierung durch den Bund zu fordern und zu sichern. Denn, meine Damen und Herren, es reicht nicht, ein Gesetz einfach nur auf Papier zu schreiben. Dieses Gesetz muss auch vermittelt werden. Gerade ein Gesetz wie das BUD, wo einzelne Maßnahmen unter Umständen auch immer wieder aufs Neue beantragt werden müssen, muss den betroffenen Kindern und Jugendlichen nahegebracht werden. Und sie brauchen Unterstützung dabei, denn auch ihre Rechte einerseits zu erfahren, dass es sie überhaupt gibt, und andererseits auch einzufordern. Und genau da greift nämlich die sogenannte bundesfinanzierte Schulsozialarbeit. Ohne diese auf die Betroffenen zugehende Sozialarbeit wäre die Umsetzung des BUD gar nicht möglich. Die Arbeit ist vielfältig. Wir haben hier aufsuchende Elternarbeit, Motivation zur Inanspruchnahme von Leistungen, Planung präventiver Angebote und Zusammenarbeit mit verschiedenen Trägern, unter anderem der offenen Jugendarbeit, um nur einige zu nennen. Das Bundesministerium stellt auf seiner Homepage, das kann man hier auch nachlesen, selbst fest, bedürftige Kinder und Jugendliche haben einen Rechtsanspruch aufs Mitmachen. Da werden dann auch Beispiele genannt. Und weiter unten heißt es dann, die Kreise oder kreisfreien Städte nennen diesen Familien den richtigen Ansprechpartner. In der Tat, das tun sie. Das sind nämlich die Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter, von denen hier die ganze Zeit die Rede ist. Und wir aber dafür zu sorgen, dass die Leistung eines Bundes auch sachgerecht umgesetzt werden kann, also mit Verlaub, das ist mitnichten Aufgabe der Länder. Das ist und bleibt Aufgabe des Bundes. Solange wir von der Bundesebene nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur das BUD haben, um armen Kindern und Jugendlichen ein Minimum an soziokultureller Teilhabe zu sichern, muss dieses Gesetz auch weiterentwickelt werden. Auch das hat der Gesetzgeber damals ganz klar als Aufgabe an den Bund weitergegeben. Und daher Frau Kollegin, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Burkhardt zulassen? Die letzten 10 Sekunden laufen. Gerne. Gerne. Kollegin, die Frage, welche Aufgaben haben denn die Kommunen bzw. das Land in diesem Paket, da ja der Bund überhaupt nicht durchgreifen darf an die Kommunen? Die Kommunen haben ihre Aufgaben ja wahrgenommen. Das sieht man ja daran, dass eben die Schulsozialarbeit eingesetzt wurde, in vielen Fällen leider nicht in dem Maße, wie denn auch Bundesmittel zur Verfügung standen. Das habe ich auch immer als Fehler bedauert. Aber es geht ja jetzt darum, genau diese Arbeit auch aufrechterhalten zu können. Und es ist einfach, ist und bleibt Aufgabe des Bundes, diese Arbeit weiter zu finanzieren. Denn deshalb fordern wir ja auch die Aufnahme der Schulsozialarbeit im Sinne des Bildungs- und Teilhabepaketes ins SGB II, um damit die Finanzierung dieser wichtigen Unterstützung auch weiter zu sichern. Wir fordern auch die Landesregierung natürlich auf, sich für dieses Ziel bei der Bundesregierung einzusetzen. Wir wissen sie an unserer Seite. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der Opposition, ich denke, es ist auch an der Zeit, dass Sie sich ganz einfach mal der Realität stellen. Und die Realität zeigt, dass diese Schulsozialarbeit im Sinne des Bildungs- und Teilhabepakets nicht eine Förderung der Schulinfrastruktur ist. Da an der Stelle kann ich Ihnen, Herr Post, recht geben, das haben Sie eben auch richtig ausgeführt, sondern sie ist Teil einer präventiven Arbeitsmarkt-, Bildungs- und Sozialpolitik. Und in dieser Konstruktion ist und bleibt sie Aufgabe des Bundes. Und ich möchte Sie herzlich ermuntern, bei den weiteren Beratungen unserem Antrag zuzustimmen. Und lassen Sie uns dann ein gemeinsames und starkes Signal nach Berlin senden. Recht schönen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Schneider das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Herr Kollege Wegener, ich habe sicherlich eine Affinität für politische Zuspitzungen, ja für Polemik, aber was Sie hier eben abgeliefert haben, ist eigentlich eine Frechheit. Die Landesregierung hat jede Möglichkeit genutzt, um in Berlin und anderswo die finanzielle Sicherung der Schulsozialarbeit, so wie sie eben umfassend und hervorragend dargestellt worden ist, abzusichern. Wir sind der Auffassung, dass die Schulsozialarbeit
Bestandteil des Pakets Bildungs- und Teilhabe ist. Wir haben uns bei der Verabschiedung dieses Pakets im Vermittlungsverfahren dafür eingesetzt, die Schulsozialarbeit aufzunehmen, weil wir wussten, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sind notwendig, um die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets dort ankommen zu lassen, wo sie hingehören, bei den Armen, bei den benachteiligten jungen Menschen. Und dies ist etwas völlig anderes als Schulsozialarbeit als Infrastruktur an den Schulen. Dies ist mehr Sozialpolitik. Und deshalb auch unser Anspruch, dass der Bund über 2013 hinaus die Finanzierung dieser Schulsozialarbeit sicherstellen muss. Bisher sind all unsere Bemühungen, auch die Bemühungen der anderen Sozialminister der Länder, wir sind da ja nicht allein, nicht erfolgreich gewesen. Aber das heißt ja nicht, dass wir aufgeben. Wir werden doch nicht unsere Ansprüche schleifen lassen. Und eins verstehe ich nicht. Sehr oft behaupten Sie, dass bei uns eine falsche koalitionspolitische Zurückhaltung gegenüber Berlin besteht. Und wenn wir dann mal klare Kante zeigen, wie bei der Finanzierung der Schulsozialarbeit, dann ist dies auch nicht in Ordnung. Sie müssen sich dann entscheiden, was Sie denn wollen. Wir vertreten die Interessen des Landes, und daran wird sich auch nichts ändern. Wir sind fest davon überzeugt, dass für das Jahr 2014 in den allermeisten Kommunen genügend Restmittel zur Verfügung stehen, um die Schulsozialarbeit weiter zu finanzieren. Im Übrigen ist dies kein Geheimnis. Sie haben die entsprechenden Auflistungen im zuständigen Ausschuss einsehen können. Sie wissen, dass bis auf ganz wenige Ausnahmen die Kommunen in der Lage sind, die Schulsozialarbeit weiter zu finanzieren. Und ich versichere Ihnen, wir wollen bis zu den Sommerferien 2014 Klarheit für das Schuljahr 2014/2015 schaffen, damit es weitergehen kann. Entschuldigen Sie, Herr Minister. Herr Abgeordneter Burkhardt würde Ihnen gerne eine Frage stellen. Bitte schön. Herr Abgeordneter, bitte. Herr Minister, ich gehe davon aus, dass Sie mit Ihrer Kollegin Nahles ja im Bund gesprochen haben, dass also diese Leistungen weiterkommen. Sie haben gerade sehr laut gesagt, wir kämpfen, wir lassen uns nicht zurückpfeifen. Stimmt es dann, Löwe gut gebrüllt, aber nichts erreicht? Ich habe doch eben darauf hingewiesen. Entschuldigen Sie mein lautes Tremolo. Daran wird sich auch an diesem Leben nichts mehr ändern. Ich habe doch eben darauf hingewiesen, dass die Auseinandersetzung fast aller Sozialminister in dieser Frage bisher nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Ob dies zu umschreiben ist mit der Formel Löwe gebrüllt, nichts erreicht, weiß ich nicht. Aber als Oppositionspolitiker steht Ihnen diese Einschätzung selbstverständlich frei. Meine Damen und Herren, wir werden alles dafür tun, dass in Nordrhein-Westfalen die Schulsozialarbeit auch in Hagen weitergehen kann. Hagen ist eine Ausnahme, aus welchen Gründen auch immer. Andere Kommunen mit ähnlichen finanziellen Schwierigkeiten haben das Thema anders angepackt und waren auch erfolgreich. Sie können sicher sein, sowohl die Ministerpräsidentin als auch der zuständige Sozialminister, wir werden weiterhin in den nächsten Wochen und Monaten, wo es ja viele Verteilungsauseinandersetzungen geben wird, nutzen, um die Schulsozialarbeit in Verbindung mit dem Bildungs- und Teilhabepaket auf gesicherte finanzielle Füße zu stellen. Im Übrigen bin ich der Auffassung,
Wir müssen uns generell überlegen, wie es mit dem Bildungs- und Teilhabepaket weitergehen soll. Ich bin nach wie vor der Auffassung, dass die Bürokratiekosten zu diesem Bildungs- und Teilhabepaket zu hoch sind, dass danach gebessert werden muss, im Interesse der betroffenen Kinder und jungen Menschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Herr Minister, bleiben Sie bitte noch einen Augenblick am Rednerpult. Denn Herr Kollege Wegner hat sich zu einer Kurzintervention gemeldet, bekommt jetzt das Wort für 90 Sekunden. Und ab jetzt. Bitte, Herr Kollege. Ja, Herr Minister Schneider, wir haben es ja auch schon im Ausschuss öfters gesagt und auch hier. Und ich möchte es auch hier noch mal jetzt ganz klar betonen. Wir teilen Ihre Einschätzung ganz eindeutig, dass die Mittel eigentlich vom Bund kommen müssten. Und da ist eigentlich auch schon die Sache. Müssten. Das hat letztes Jahr nicht geklappt. Und ich muss sagen, aufgrund dessen sehe ich auch die Chancen für dieses Jahr als äußerst gering an. Zumal ja Frau Nahles auch schon gesagt hat, dass sie das nicht möchte. Allerdings völlig unsäglich finde ich es, wenn Sie hier jetzt sagen, wir zeigen harte Kante und damit die Chancen von Kindern in Nordrhein-Westfalen aufs Spiel setzen. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, um nicht zu sagen missbrauchen. Herr Kollege Wegner, ich habe doch eben darauf hingewiesen, dass für dieses Jahr die Finanzierung der Schulsozialarbeit aus Restbeträgen in fast allen Kommunen des Landes noch gesichert ist. Es ist also nichts verloren. Im Übrigen muss ich Ihnen sagen, wenn man zweimal keinen Erfolg gehabt hat oder einmal, dann streicht man nicht gleich die Segel und ein Pirat schon gar nicht. Vielen Dank, Herr Minister. Soweit Kurzintervention und Gegenrede. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Deshalb schließe ich die Aussprache und rufe die Abstimmung auf. Erstens über den Antrag 5279. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Wir kommen somit zur Abstimmung über den Inhalt des Antrags. Ich darf fragen, wer ihm seine Zustimmung geben möchte. Den darf ich um sein Handzeichen bitten. Das ist die Piratenfraktion. Danke sehr. Wer stimmt gegen den Antrag? Das sind die Fraktionen von SPD, CDU, Bündnis 90, die Grünen und FDP. FDP nicht. Gab ein missverständliches Zeichen. Vielen Dank, Herr Kollege. So, also die drei genannten Fraktionen. Wer enthält sich der Stimme? Das sind jetzt die Abgeordneten der FDP-Fraktion. Vielen Dank. Damit ist der Antrag Drucksache 5279 mit großer Mehrheit abgelehnt. Ich lasse zweitens abstimmen über den Antrag der FDP-Fraktion in Drucksache 5289. Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Antrags einschließlich des Entschließungsantrags von SPD und Bündnis 90 Die Grünen in Drucksache 5415 an den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales federführend, an den Ausschuss für Schule und Weiterbildung sowie an den Ausschuss für Kommunalpolitik. Die abschließende Abstimmung soll im federführenden Ausschuss in öffentlicher Sitzung erfolgen. Wer möchte dieser Überweisungsempfehlung zustimmen? Danke sehr. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist jeweils nicht der Fall. Damit ist diese Überweisungsempfehlung einstimmig angenommen. Herzlichen Dank.